Willkommen zu einer weiteren Folge F1 23 Breaking Point. Wir sind hier direkt da wieder. Ruft uns an. Was gibt's? So kümmert sich ein Butler um seine Angelegenheiten. Oh ja. Genau. Du repräsentierst das Team und den Namen Butler. Ich könnte nicht glücklicher sein. Warten wir zum nächsten Kapitel. Es geht nach Australien. Das bedeutet, wir haben, glaube ich, jeder ausgelassen. Mal gucken, ob es hier eine Story gibt. Nein. Wieder zum Rennen? Come on, ich will nicht wieder ein komplettes Rennen fahren. Gehen wir mal ins Rennen. Ach du Kacke, da passiert safe was. Er will sicher wieder zu viel. Ich kenne das. Das ist... Und hier kommt Butler. Er pusht super sicher wie die Tempo Hölle. Auf der Gerade, jetzt geht's rein in die schnelle Linkskurve. Oh, da war ein bisschen spät dran. Kommt er fast von der Strecke ab, Stefan. Was war denn das bitte? Man spürt förmlich die Verzweiflung, Sascha. Er macht viel zu viel Druck. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt ist niemand sonst in seiner Nähe. Devin, wir müssen die Bremsen etwas drosseln. Kannst du mich hören? Die Bremsen sind lediert. Okay, wir prüfen das. Du wirst merken, dass die Leistung abnimmt. Sorry dafür. Was? Warum? Wir haben dich gebeten, die letzte Runde weniger Druck zu machen. Das hat das Problem verschlimmert. Wir können da gerade nichts machen. Wovon redest du da? Hey, du musst tun, was du kannst, Devin, okay? Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Primäres Ziel. Halte so viele Positionen wie möglich. Also das heißt, wir müssen einfach nur... Gut, merken tue ich aktuell noch nichts von dem Problem. Aber es ist cool, wir haben nur 5 Runden, das ist... Boah, die Reifen, glaube ich, sind schon ein bisschen, oder? Ja, guckt euch das an, wie der Druck macht. Also das ist Carlos Sainz. Das ist asozial. Ja, Mann. Ja, sonst bringt halt die schnellste Rennrunde nichts, wenn der halt hinter Münzel kommt. Ja, wir müssen hier... Das ist echt nicht schön zu fahren. Ich schaue es mir den Reifen. Naja, das ist eigentlich okay. Warum sind die so schnell? Ich fahre das erste Mal und habe direkt persönliche Bestzeit. Ah, ich muss ja so viel fighten. Aber das kenne ich ja schon von meiner Teamkarriere. Und das gerade auf einer Strecke, wo es 4 DS-Zonen oder 3 DS-Zonen gibt. Also das ist echt asozial. Das so. Es sind sogar 4 DS-Zonen. Also das ist echt scheiße. Schlimmer könnte es fast nicht gehen aus dem Spielberg. Also das zu halten wird unfassbar möglich. Unmöglich werden gefühlt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,2 Sekunden. Ja, genau. Ja, und was macht ihr hier? In einem Ferrari kommen wir nochmal vorbei. Außen. Aber da hinten kommt auch schon Aiden. Es ist ein Wahnsinn jetzt, wie das Auto gedrosselt worden ist. Noch 3 Runden, Jungs, das schaffen wir. Den 10. Platz retten wir irgendwie ins Ziel. Aber gegen den Ferrari, ich hätte lieber den Alpine hinter mir gehabt. Na, egal. Wir pushen einfach, was das Zeug hält. Aber an diesem Dilemma ist eigentlich Devin selbst schuld, denn hätte er sich so nicht so dumm
hätte er nicht so unnötig dumm gepusht, hätte er dann locker den 7. Platz mit, den 8. Platz mitnehmen können. Also locker, wir hätten da easy noch an Stroll vorbeigehen können. Boah, Sainz ist so entschlossen. Ich muss immer diesen Asi-Schlenkerer machen, dass er extra viel Zeit verliert, weil wir sonst einfach nicht vorne bleiben würden. Also Schlenkerer, ich bleibe halt extra ein bisschen länger auf der Bremse, dass er auch länger bremsen muss. Im ersten Sektor schaffe ich sogar noch persönliche Bestzeit. Ja. Diese Bremsen, wie viele Grad haben die scheiß Bremsen denn bitte? Guckt euch mal, wie der angeschossen kommt. Das reicht aber noch. Ja, das sind noch 3 Runden, wie sollen wir das jemals überleben? Jetzt bleiben wir einfach rechts, da kann er sowieso nicht. Also, da müsste er schon mit so einem Überschuss in die Kurve rein, also das geht nicht. Und wir sind auf jeden Fall hier so ein kleiner Bremsklotz. Aber ich denke mal, das wird nicht lange dauern, dass die Sainz, dann ist Sainz vorbei. Er probiert es wirklich schon überall. Boah, mein Auto sitzt zu hardcore. Okay, danke. Ich habe ihn zwar nicht überholt, aber nehmen wir mal dankend an das Kompliment. Fünf Sekunden zu Gasly verloren. Ich bin hier ein wahrer Zug. Jetzt sind wir gut rausgekommen. 2 Runden sind es noch zu gehen. Schaffen wir das? Ich weiß ja nicht. Hat er mir das gerade ernsthaft gesagt, obwohl er weiß, dass ich ein Bremsproblem habe? Das finde ich eine sehr interessante Tatsache. Dass er mir sagt, dass die Rundenzeiten von Vordermann schneller sind. Okay. Der Vordermann hat dann auch noch ein weltenbesseres Auto. Dass wir Sainz bei Laune halten müssen, finde ich sehr schlimm. Ja, der kommt da angeschossen aus den Kurven raus. Viel, viel schneller wie ich. Zack. Ja, wieder runter von mir ist. Das, glaube ich, könnten wir halten. Und dann noch eine ganze Runde. Das wird zu knapp werden. Ja, dann nehme ich die Verwarnung mit. Da kann ich auch nichts. Er drückt hier an, Alter, aber wie? Jo, es gehen wir sehr weit. Jetzt ist ausgeperst für einen Carlos Sainz vorbei. Das könnte vielleicht mal interessant werden. Vielleicht auch mal die, eine kurze Zone ohne DRS, aber das wird mir... Fünfzehntel. Selbst Piastri ist wesentlich schneller wie wir. Ich habe mir wieder angeschossen, komm. Gasly schaltet aus, oder? Nein. Nein! Max Verstappen schon im Ziel. Und ich glaube, das ist es jetzt auch gewesen mit dem 10. Platz. Wir haben so hart gekämpft. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was so viele Positionen wie möglich passieren lassen. Wobei es sich Sainz wirklich mehr als verdient hat. Aber er hat auch die schnellste Rennrunde verloren. Das heißt, es gibt eh nur einen Punkt für diesen 10. Platz. Aber ja... Ich bin halt echt froh, wenn das Rennen vorbei ist, weil das ist echt so schwierig zu fahren hier. Kein DRS gibt's, das ist auch interessant. Wir waren nie
unter der Sekunde. Ah, doch, eine Sekunde. Wir nehmen hier den 11. Platz. Das ist leider kein Punkt. Okay, häng dich rein und fahr das Ding sauber. Endposition down. Ja. For real. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Mache. Das juckt mich ehrlich gesagt nicht, weil keiner von uns beiden oben steht. Es wird viel spannender werden, wie sich das jetzt wirklich alles entwickelt. Ja, passt schon, Red Bull hat das Podium. Es geht in die Interviews. Sie haben heute eine Teamorder ignoriert, Devin. Letztes Jahr in Ungarn haben Sie das auf den Teamfunk geschickt. Passt, ich möchte diese Egal, was ich sage, wird aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ich möchte diese Spekulation nicht noch befeuern. Ich bespreche das mit dem Team und wir sorgen dafür, dass das nicht wieder passiert. Ende. Sie mussten das Rennen heute mit einem beschädigten Auto beenden. Wie war das für Sie? Ich habe getan, was ich unter den Umständen tun konnte. Aber eigentlich brauche ich ein Auto, bei dem ich nicht die ganze Zeit Angst haben muss, etwas zu beschädigen. Wenn das Team mir so ein Auto nicht geben kann, was soll ich dann tun? Es wird behauptet, Sie würden bevorzugt behandelt werden, weil Ihr Vater das Team finanziert. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Das ist, glaube ich, ein typischer Devin-Spruch. Das kommt mir immer so merkwürdig vor. Als wäre ich nur deshalb so schnell unterwegs, weil mein Vater das Team finanziert. Das ist doch keine Erklärung. Nein. Das ist lächerlich. Aufgrund Ihrer bisherigen Leistungen, was erwarten Sie von Konnersport in dieser Saison? Das wäre natürlich wieder eine typische Antwort von ihm, aber wir können gewinnen. Ich erwarte, dass wir gewinnen, Nathan. Alle reden über Mercedes oder Red Bull. Die werden überrascht sein, wenn Konnersport am Ende der Saison die Konstrukteurswertung anführt. Sie haben es hier zuerst gehört. Super, danke. Super, vielen Dank. Nach dem Rennen, ein vielversprechender Start endet für Devin Hackl. Ah, wir sind jetzt wieder David auf. Ah, nein. Jetzt sind wir... Den Wagen entwickeln. Okay, das müssen wir jetzt auch noch machen. Kein Kommentar. Kritisieren. Unterstützen natürlich. Ein Teamchef muss gut reden. Das war's schon wieder. Keine Videosequenz. Das ist Fahrt. Gehen wir mal ins nächste Kapitel jetzt. Es ist... Kaspar Ackermann. Eine große Sache, wenn dein Fahrer sein eigenes Ding durchzieht. Also gab es beim Team-Meeting einiges zu besprechen. Und? Wie hat Devin reagiert? Tja, er hat alles abgestritten und schob es auf die Funkverbindung. Und das kam mir komisch vor. Im Jahr zuvor, als ich noch Teamchef war, gab es schon mal sowas. Und der kam mir mit exakt der gleichen Ausrede. Das ist natürlich interessant. In die Emilia Romana geht's aber nicht mehr heute, da werden wir morgen reingehen. Wir sehen uns, das werden wir aber nicht mehr heute sehen, denn morgen oder übermorgen geht's dann in der Emilia Romana weiter. Ich freue mich extrem, einige Wochen später. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, Kapitel 9. Abonniert unbedingt gerne den Channel, Kostner. Später sollte noch eine Folge F1's My Team kommen. Aber ja, schaut auch gerne auf TikTok vorbei, auf IT-Gaming und auch gerne auf Elz-Tobi. Macht die 13k voll. Und links mal unter der Bio. Bis zum nächsten Mal und ciao.